don't play with that bass shit. I be fucking this NBA, nigga, bitches, you know I ain't never gonna say shit. New contract big like I play ball, little boy, ain't nothing to play with. I told her pull up, she told me she can't, her nigga be sharing location. I was riding in the ghost with a ghost gun. Seen you out with your kids, so you old one. And my man in the can, while you taking out the trash, you gon' pop with the mat like don't run. Basketball, Abitur, Pascal zum Bodybuilding. Und willkommen im neuen Video. Wir sind hier in Kassel in der CrossFit-Schmiede. Heute steht die Deutsche Meisterschaft an, also der Wettkampf, auf den ich mich ja so lange vorbereitet habe. René ist heute da, um mich zu freuen und um mit euch ein bisschen Quatsch zu labern, weil ich werde mich so ein bisschen weghalten von der Kamera, um mich auf den Wettkampf zu konzentrieren. Also der Plan ist natürlich, wir machen 800 Kilo total. Ne? Flexen ein bisschen. Ja, ich höre jetzt nicht mehr zu. Ich höre jetzt nicht mehr zu, wenn du über Zahlen redest. Nein, du gehst jetzt mal ein bisschen spielen mit den anderen Jungs. Und ich mach den Rest. Also wir haben aber gerade mitbekommen, dass das Warm-Up wahrscheinlich schneller gehen wird, weil die Flights sind kleiner, nur 9 Personen. Jetzt kannst du immer eine Minute pro Versuch rechnen. Dann hast du 27 Versuche oder, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so. Wird auf jeden Fall wesentlich schneller gehen. Das heißt, ich nehme jetzt meine Kopfhörer rein, fange an mein Warm-Up zu machen, mich warm zu machen. Wie gesagt, René ist da, um mich ein bisschen mit durchzuführen, wie sonst ich René durch seine Wettkämpfe führe. Genau, diesmal tauschen wir die Rollen. Aber ich fühle mich super, einwiegend war super, auch wenn es ein bisschen Krimi war. Aber ich muss jetzt erstmal gucken, mir hier auch eine Kombo zu snacken. Also, ja, wir haben schon eine organisiert, ja, die alles schon gemacht. Das, sowas passiert alles im Hintergrund. Er ist ja heute einfach nur hier, um zu performen. Ich mache auch nicht viele Warm-Ups. Nee. Also lass dich nicht überraschen, oder? Das geht 20, 70, 20. Mach jetzt die, dann mach 120, dann zieh ich schon den Scheiß an, dann passt das schon. Ja, genau. Alles gut. Ich hab so ein trockenes Maul. Ich hab so ein krank trockenes Maul, Mann. Ich bin warm, Leute. Dafür darf man keine Faxen machen bei René. I was supposed to make it here, this wasn't luck, it was destined. Why the fuck am I surprised, will I ever feel I belong here? Spilling my soul right now, the story gets long here. Been waiting for this album to drop, it's been a long year. Feel like it's been forever, the fuck has been going on here. Sex plus drugs plus rock and roll edit. That equation mixed with success and raw talent. They talk about me, think I went crazy, goddammit. Woo! I really went crazy, goddammit. Put a curtain, there's nothing left here to hide behind. I come with baggage, I'm complicated, you know my sign. Try fathoming what happens inside my mind. Intoxicated on substances, I've been trying to find a reason to change, I find a reason to rage. Plans, Jim Morrison, fuck it, people are strange. Deal with it a while, there's no keeping me in a cage. They try to buy my soul, but it's not an even exchange. So, Warm-up ist soweit durch. Pascal macht jetzt gleich seinen letzten Warm-up-Versuch mit 2,40. Wir gehen nämlich mit 2,70 rein. Und also bis jetzt ist alles locker und easy, wie man das von ihm kennt. Ich denke, das wird gut heute. Wir holen uns die 800. Wie lange ungefähr? Sag mir einmal Bescheid. Sagen, als Betreuer ist man meistens mehr aufgeregt als der Athlet selber. Ihr seht ja auch schon, wie ich schon wieder hier schwitze. Ne? Weiß nicht, vielleicht kommt es von zu viel Kinderriegel. Ich glaube jetzt nicht, aber irgendwas ist immer. Läuft einfach weg. Wir wollen hier Wettkampf machen. Er guckt erstmal an den Athleten zu, wie sie sich warm machen. Ich frage ihn mal, ob er auch Sport machen will. I make what I wanna make, but I won't make everyone happy. My skin's thick, but I'm not bulletproof. Try to numb myself like when you grow in a pulled tooth. All I can do is be myself, go and tell the truth. I feel like I'm with my therapist when I'm in the booth. Schön sauber reinbeugen, das ist gar nicht beliebt, das ist nur so oben lang. Komm schon! Hatte ich mir auch vorgestellt, richtig Gas zu geben für 2,90. Ja, das machen wir dann. Also schwer als gedacht. Aber wir gehen nochmal für 2,90. Ich habe jetzt überlegt zu canceln, kein drin. Aber das ist auch weg! Das machen wir nicht, wir canceln hier gar nichts. Der wird gebeugt und er beugt den auch. Yeah!
nicht drin sind. Ich gehe so runter und denke so, Digga, das wird so schwer auf einmal so. War es gut gekämpft? Ja, ich glaube, das war gar nicht mit gerechnet. Ja. Die waren echt gut. War einfach ein bisschen schwer, aber war. Ja. Wollte eigentlich ein bisschen weiter, aber kannst du immer alles haben, ne? Mach weiter. Die Hand Gottes. Ja, gut, Glückwunsch, würde ich sagen. Ja, genau, richtig. René wollte eigentlich 292 und ich wollte eigentlich aufhören. Ich wollte eigentlich keinen Dreck machen, Alter. Das fühlte sich richtig schwer an, also wirklich. Ja. Viel schwerer als sonst und ich so, kann es nicht schätzen, weil ich lange nicht mehr, wenn es sich so schwer anfühlt, gegrindet habe, weißt du? Ja. Ich habe ja das Glück, ich konnte so ein bisschen Tiefe cutten. Also ich konnte, normalerweise im Training war das nicht tief genug. Und hier war ja alles gültig und dann konnte ich halt, also ich war zwar tief, aber so, ich konnte das letzte Stück mehr einsparen. Er versucht es gerade schön zu reden. Das war wirklich eine saubere Beuge, die war tief genug. Er ist vernünftig aufgestanden. Man selber schätzt es auch immer komplett falsch ein, muss ich dazu sagen. Das ist jetzt der erste Eindruck. Wo soll Bier? Die Regel ist, wenn die Keeper durch der Wettkampf sein. Nein, Spaß. Er will das jetzt gar nicht gerne hören. Das Ding ist, wir haben ja so kleine Flights. Das bedeutet, ich habe jetzt nicht viel Pause fürs Bankdrücken, weil normalerweise hast du ein bisschen länger Pause, kannst was essen in Ruhe. Aber das wird uns ein bisschen genommen, alles ein bisschen stressiger. Das heißt, ich muss jetzt gleich essen. Ne? Ja, wir haben uns gerade, weil wir haben zwei Ziele. Zum einen 800. 800 ist aber echt hart und dafür brauche ich halt einen perfekten Wettkampf. Und der Fakt jetzt ist, dass mir 5 Kilo fehlen, weil ich 295 hätte machen müssen, um gut drin zu bleiben. Weil ich traue mir auf der Bank 185 zu. Mehr ist halt so. Und jetzt sind wir ein bisschen so am Plan, was wir jetzt machen. Weil das sekundäre Ziel wäre es halt, 500 Dots endlich auf Wettkampf zu bekommen. Das wäre die zweitbeste Raw-Leistung in Deutschland bis jetzt. Um die zu bekommen, bräuchte ich 787. Das heißt, ich dürfte mir 12,5 Kilo erlauben. Und da sind wir eigentlich gut drin für Ziel 2. Aber wir sind halt so am Rumshakern, wie wir immer noch Ziel 1 kriegen. Ja, weil das ist natürlich für mich wichtiger. Also man will ja nicht für das zweite gehen. So. Mein Bankdrücken auf dem Wettkampf war bisher immer relativ inkonstant. Also mit 180 kann ich rechnen, ja. Aber 180 reicht nicht. 185 müssen. Und jetzt halt der Plan, 185 im zweiten und noch ein YOLO, also 190 in dem Fall, um die 5 Kilo von Beugen aufzuholen oder halt safe zu gehen, um es nachher im Heben dann liegen, also zu sehen, ja. Aber das ist so, wir wissen es jetzt selber noch nicht. Wir setzen jetzt den Opener hoch auf 175 von 170, weil dann könnte ich im Zweifel 10 Kilo springen auf 185, wenn ich den durch die Decke werf. Und den Rest müssen wir jetzt durchs Warm-up und durch den Wettkampf beachten. So. Das kann man halt im Vorfeld jetzt nicht immer klar so sagen, ja. Aber die Hauptsache ist auch ein bisschen Spaß haben, ja. Das ist immer noch recht wichtig. Findest du es auch lustig? Sehr schön. Auch wenn du immer weggejagt wirst hier für Filmen und so, ne? Sind die Quads auch stabil heute? Mashallah. Unfassbar stabil, oder? Aber richtig. Hey, geht gleich los. Ja, 5 nach geht's los. Genau, dann fangen wir an. 70, 120, 140, 160, 155, den Dreh irgendwo in dem Bereich. Und dann gehen wir raus, 175. Dann würde ich mindestens 160 gemacht haben im letzten Warm-up. Ja, 160. So drücke ich die, so. Ja, aus dem Fahrrad. Schlag mich doch nicht. Hold on, y'all niggas playing with me, man. Bitch, looking for a better me. I am a legacy. I come from the 70. The Al Green offspring. Guns and a melody. The big shot. Wrists on cryotherapy. Soon as I press that button, nigga better get right. Like the emblem's coming. Us two when the light. He ain't been through nothing. They free. Got at least one B in the oven. I'm tripping. I'm jigging my mental. Amazing, brother. Pop off only on occasions, brother. Rich nigga, mama know I made it, brother. Go figure. Never caught cases, brother. Face it, brother. Gracious, brother. New flows coming. Be patient, brother. Show my ass in. Take you out of class. I can multitask like Megan, brother. 2021 ain't taking no prisoner. Last year y'all fucked up all the listener. Who went platinum? My car let a visitor. Who the fuck backing them? All been falsified. The facts mean this is a vaccine and the game need me to survive. The Elohim, the rebirth. Before you get to the father, you gotta holler at me first, bitch. Smoking on top. Danke schön.
gerade dass da drüben so dunkel ist. Ne? Du kommst echt so, du bist echt müde, ohne Scheiß. Also, wenn ich jetzt mal kurz überschlag, sind wir ja jetzt, dass wir im ersten 92 machen, im zweiten dann 312,5 für 787,5 und dann im letzten 325 Euro für 800. Check. Ich würde sagen, let's go. Und 180 im Training war schon schwer. Weil meine Bank war ja schief, wie ihr alle wisst. Ne? Wirklich, das war in Ordnung. Wir haben wirklich das Bestmöglichste rausgeholt und das Bestmöglichste waren die 190. So, ne? Wenn er die jetzt gekriegt hätte, dann wären wir natürlich voll im Plan gewesen. Ne? So wie wir es ursprünglich geplant haben. Wir haben jetzt die 185, die standen ja eh auf dem Zettel. Die haben wir uns geholt. Jetzt muss er am Ende 5 Kilo mehr heben. Das macht er auch. Er kann ja kreuzheben. Er ist ja nicht so wie ich. Klamottencheck, ne? Und ich musste so 2 verschiedene Paar Schuhe, 4 verschiedene Paar Gürtel, 6 verschiedene Paar Sleeves, 8 verschiedene Paar Socken vorzeigen. Weil ihr wisst, für jeden Lift muss das Outfit stehen. Deswegen jetzt schwarze Socken. Mit den Notorious Lift natürlich. Rein in Olga. Schwarze Socken. Ich mach mal weiter. T-Shirt, Hosen, Hoodies, Taschen, Banner hat er jetzt neu. Doch, Shorts. Ja, aber du brauchst noch selber eine. Du hast ja, ich brauch noch selber eine. Also, lass mir noch eine übrig. Ich hab schon gehört, ihr habt mir ja wieder alles weggekauft. Ihr habt alles gekauft, finde ich gut. Mach weiter so. Ich hab Squat-Socken mitgenommen, Leute. Oh, ich zieh niemals weiß mit schwarz. Digga, dann war's das. Dann kann ich auch nach Hause gehen halt. Digga, ich kann nicht mehr Kreuzheben machen halt. Weil ich Squat-Socken mit hab. Squat. So, bist du immer nervöser als der Athlet. So, weil du alles richtig machen willst, weil du alles für ihn perfekt machen willst. Dass er nur noch rausgeht, nur noch performt und so, ne? Siehst du? Ich hab ihm meine Hochkuppelsocken geschenkt. Nike ist halt noch Drip, den man so vertreten kann, finde ich. Ja, Katastrophe. Ich schwöre bei Gott, ich wäre jetzt nach Hause gegangen. Das ist mir egal, ist mir egal. Selbst 800 ohne Swag sind komplett irrelevant. Irrelevant so. Jetzt mein Fazit dazu. Natürlich wäre er nicht nach Hause gegangen. Nein, wärst du nicht, weil ich habe seinen Autoschlüssel. Also er wäre nicht nach Hause gegangen. Und ich hätte ihn so lange geprügelt, bis er nach vorne geht, die 800 macht. Ich muss erstmal hier Hipster-Übung machen. Boah. Alter, ich bin so beweglich. Seit ich gemacht bin, so bewegt worden. Halt's Maul, das ist meine Warmachübung. Du machst jetzt hier keine Scheiße mehr. Du machst jetzt hier Kreuzheben. Meine Warmachübung, bist du bescheuert oder was? Wir sind immer noch im Wettkampf. Ich mach die jedes Mal. Ja, und wir machen hier Leistung im Wettkampf, nicht wie du. Das ist keine Scheiße, das ist meine Warmachübung. Ah, das zieht aber auch im Hamstring. Black Phantoms, women coming in tandems. Bags of lavish, she praying she don't get abandoned. Bag big from laying these ad-libs. My photo, the Jordan logo for this rap shit. Oculus VR, that's how I see shit. I can't let you drive the boat if you get seasick. Draped in all red, she thought I was whoopee. 4 a.m. still going, I'm not even woozy. Let your friends catch a ride, whip only got 2 seats. Slip and slide through Miami, she got on a 2-piece. I'm on her body, she a homebody. Hope them killers don't catch nobody. Every time I pop out of jetzt geht's los, jetzt dürft ihr hier Daumen drücken, jetzt wird's wichtig. Wir sind drinnen, alles wie geplant. Fahrplan ist klar. 3,25. 6 rote zum Abschluss, damit es nochmal schön aussieht. Ich hoffe, das Publikum gibt jetzt gleich richtig Gas. Und Pascal natürlich auch. Jetzt muss nochmal die Stelle Gottes kommen. Aber das sekundäre Ziel ist drin, also das passt schon.
Was soll's, ne? Ist halt nicht jeden Tag. 800 ist auch heftig einfach. Ist halt heftig, oder? 800 ist richtig heftig. Aber ist nicht schlimm. Also guck mal, Stück für Stück und mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und wir haben wieder 200 Kilo PR gemacht im Total. Und ja, 800 wäre natürlich Sahnehäubchen. Aber jetzt habe ich noch was vor die nächsten Jahre. Ist auch immer wichtig, sich steigern zu können, ne? Das ist auch bei Sascha immer wichtig, sich steigern zu können. Schade, Sascha. Nächstes Mal. Ja. Mit Vorbereitung. Ja, so ist das, ne? Jetzt, aber wir sind mega schnell durchgekommen. In 3 Stunden. Also der Wettkampf war echt saftig fix. Auch die Spotter und Loader, ne? Die gehen auch echt ein großes Dankeschön raus. Also um Yannick und der halbe KDK Flensburg. Die sind nämlich top da drin, super schnell. Und ohne die würde das auch nicht so gut gehen. Wollte ich mal im Video auf jeden Fall gesagt haben, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass sie das machen. Finde ich super. Ich würde mich hier gerne schon mal verabschieden. Ich danke auf jeden Fall meinem Helfer René, weil der mich echt gut durch den Wettkampf gebracht hat. Du warst die Ruhe in Person einfach. Ja. Und hast mir gut geholfen, mich hin und her zu holen, hoch und runter zu holen. Weil du hast ja gemerkt bei mir, manchmal will ich dann auch gerne ein bisschen. Ja, genau. Aber es bringt auch nichts, wie jedes. Also immer voll zu quatschen. Es kommt halt auf den Moment an, ne? Wann du das brauchst. So, ne? Das weiß ich oder sehe ich zum Glück so ein bisschen bei dir. Und deswegen denke ich mal, harmoniert das auch ganz gut. So, mit dem letzten Lift, ja, ist schade. Aber das wäre das Sahnehäubchen, aber das Tag hat das eigentlich gar nicht gegeben. Das wussten wir beide, ne? Wo die 312 drin waren, wusste ich, geil, Mann, das ist der. Jetzt komm, ich hole die 325, aber das weiß man ja auch. Das ist, habe ich noch nie gewonnen. Wir brauchen ja noch ein Ziel. Nee, die müssen einfach dabei. Ja, ich bedanke mich. Ich würde mich hier verabschieden auch. Was für Checking Out. Danke fürs Zuschauen. Danke für den Daumen nach oben. Danke für den Kameramann, den ich mir bei Tyson ausgeliehen habe. Oh, schön. Keine Werbung. Wo ist mein Desperados? So, bis zum nächsten Video. Passt zum Checking Out. Peace, Bro. Check Mike. Dran in seinem Shop Klamotten kaufen. Level up, ey. Level up. 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 Ay, I gotta get you to level up. Now I gotta push you to level up. Hit me as soon as you level up. I've been with this shit, why me level up? I've been working all the time on OT. Tryna make a killing like OJ. Holding up the city, that's no sleep. But I did it for some years with no pay. Tengo el fuego, saludos, mi perro se ayuda, me mucho llegar hasta arriba. Came from the bottom, persistence have brought us to be in position, much more than a dreamer. Got me a chill at it just like Selena, as thick as Serena, but nasty as Trina. I be on fire on top of my game, and they tell me the same. Mejor en la liga. I learned from Tupac and Biggie and Nas. Exalt the city.